An der Swissbau 2024 waren wir auf der Suche nach neuen Produkten. Am Stand von der Siemens haben wir dann aber auch sogenannte Digital Services gefunden. Um was geht es da dabei? Es geht uns weniger um unsere Services. Wir haben ein umfangreiches Portfolio an Services. Sondern mehr, wie können wir unsere Kunden bei ihren Kernaufgaben unterstützen. Optimal unterstützen, damit sie sich auf die konzentrieren und die auch erfüllen. Und Kunden sind natürlich immer individuell, keiner gleich wie der andere, aber wir haben verschiedene Rollen, die wir immer wieder begegnen. Und unser Serviceportfolio haben wir so ausgelegt, dass wir unsere Kunden in den entsprechenden Rollen, die wir immer wieder antreffen, optimal unterstützen können. Unserem interaktiven Bildschirm, unserem interaktiven Touchpanel, führen wir unsere Stammbesucher an unsere Services an und zeigen ihnen so, wie wir sie bei der Digitalisierung und in der Nachhaltigkeit für ihr Geschäft können unterstützen können. Und natürlich alle Services sind im Bereich von der Digitalisierung, aber Cybersecurity als ganzes zentrales Thema in diesem Bereich, IT-Verantwortliche als zentrale Rolle in diesem Bereich haben wir abgebildet. Dann bei der Nachhaltigkeit haben wir die ESG-Themen beleuchtet, Environmental Social Governance und auch spezifische Rollen im Unternehmen in diesem Bereich. Und sonst weitere Rollen, die mir immer begegnen. Planer, Planerin, Facility Manager, wo wir natürlich viel zu tun haben, Sicherheitsbeauftragte, Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Wir haben uns intensiv, wie mit allen Rollen, die für uns relevant sind, mit den Herausforderungen auseinandergesetzt. Was ist wichtig für die Geschäftsführerin? Was sind die Bedürfnisse, was sind die Interessen? Was sind dann vielleicht auch spezifische Ziele, die jemand in dieser Rolle verfolgt? Und wir haben natürlich unsere Services, und das sind die Services, die relevant sind jetzt für diese Rolle. Vom Leitsystem mit dem jeden Service mit dem entsprechenden Nutzen dann auch für die Rolle. Und vom Leitsystem über Monitoring von Energieverbrauch, von Building Performance, Security-Themen, Komfort-Themen, Raumklima, E-Mobilität und Brandschutz haben wir alles da abdeckt. Die Services die können wir auch jetzt noch auf den spezifischen Produktpanels genauer anschauen. Ja, das, die ganze Welt redet von Digitalisierung, selbstverständlich auch Siemens redet von Digital Services. Und da hat sich Siemens auf die Fahne geschrieben, dass sie die reale Welt mit der digitalen Welt eigentlich verbinden. Das ist ganz einfach gesagt. Also das heisst bei uns jetzt zum Beispiel Wartungsverträge, zum Beispiel, dass wir können, der Kunde kann auf dem Serviceportal Wartungsverträge anschauen. Er kann dort allenfalls Tickets, die man heute leider muss lösen, wenn irgendein Störungsfall oder ein Ereignisfall ist, läuft heute alles über Tickets, aber das ist ja bei allen anderen Firmen heute auch so, dass er die kann einsehen, wie dort der Stand ist und so weiter. Und allenfalls auch, wenn sie jetzt einen Support sollte brauchen, dass man dort einen Support anfordern kann. Als zusätzliche Services, also das erste Modul, das eigentlich da dabei ist, das wäre das sogenannte E-Log-Buch. Das war früher das Kontrollheft, wo unser Techniker, der Cerberus-Techniker, der altgediente Cerberus-Techniker mit dem Kugelschreiber jeden Eintrag hat müssen von Hand rein tun, wenn irgendein Störungsfall war, wenn er eine Anlagerevision gemacht hat oder allenfalls Melderevision, ist ja das immer dokumentiert worden. Das wird automatisch erfasst und dokumentiert von diesen Ereignissen jetzt mit dem E-Log-Buch. Das ist eine operative Effizienz und das gibt eine Sicherstellung für die gesetzlichen Vorgaben, die wir haben, weil das müssen wir ja dokumentieren und das wird auch von der Behörde so akzeptiert. Zusätzlich kann man natürlich noch die ganze History nachher abrufen, was ist jetzt gesehen letztes Jahr, wenn ich jetzt schaue, was jetzt im 23 war, dann sehe ich genau, ich habe nie einen Brandalarm gehabt bei der Siemens, das ist ja klar, oder? Aber vielleicht habe ich mal irgendwo eine Ausschaltung gehabt, oder was, dann kann man genau die Ereignisse eigentlich nachvollziehen. Dann haben wir noch ein Fire Connect App, das wäre ein zusätzlicher Service, den der Kunde aber selbstverständlich bei uns müsste avisieren. Das ist nicht im Basispaket dabei, das ist der mobile Zugriff auf seine Brandmeldeanlage. Da hat er eine totale Information von allen Zuständen der Anlage, von in Echtzeit überall auf der Welt. Also ich sage jetzt als Beispiel, ich bin ein Facility Manager, ich betreue 3 Objekte. Ich habe eins in Dübendorf in diesen Hochhäusern, ich habe irgendein Hochhaus in Oerlikon und Salzstätten nur noch irgendwie noch ein Geschäftshaus oder so. Da kann ich
von Dübendorf aus sehe ich in alle drei Gebäude rein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Umbau ist irgendwo und sie müssen Gruppen ausschalten, dann kann ich das von fern schauen, ob der zuständige Mitarbeiter mir die Gruppen auch zur Abend wieder scharf geschaltet hat, ohne dass ich extra vor Ort dann müsste schauen gehen. Das ist der Zusatznutzen von der App, wo immer selbstverständlich mit Push-Nachrichten unterstützt wird, dass man da laufend auf dem Informationsstand ist vom Zustand von der Anlage. Ein anderes Beispiel ist der SIGO CC. Ein Merkmal von der SIGO CC, das wissen wir ja, das ist, dass wir alle Gewerke abdecken können. Brand, Intrusion, Video, Heizung, Lüftung, Klima. Und das Interessante am Ganzen ist natürlich noch, wir haben jetzt eine Vorortinstallation, aber das Ganze kann man natürlich auch beziehen als Service aus der Cloud raus. Das ist das eine, was wir jetzt bringen und auch anbieten. Und das andere Interessante, was dazu kommt, ist, wir haben jetzt Möglichkeiten, hybride Themen oder hybride Geschichten zu erzählen und auch umsetzen. Umsetzen vor allem. Das heisst Hybrid. Hybrid heisst nichts anderes, wir haben eine Verbindung, die vor Ort ist, in die Cloud raus. Und wir stellen all die Daten, die wir jetzt da zur Verfügung haben, in der SIGO CC, stellen wir in der Cloud raus. Und dort können wir es dann zum Beispiel auch wieder als Service beziehen. Das kann ich vielleicht schon zeigen, wie das aussieht. Wir haben uns jetzt gerade eingewählt in Building X und namentlich in der Applikation Operations Manager. Und wir sehen jetzt hier die Übersicht von unserer Anlage, in diesem Fall eine Anlage, und rechts außen die geografische Darstellung von unserer Vorortinstallation. Also da wäre unser SIGO CC. Die Möglichkeit, die wir hier haben, ist natürlich all die Daten, die wir haben in der SIGO CC im Operations Manager zu verarbeiten, aber auch andere Applikationen damit zu füttern. Sprich, andere Applikationen können all die Daten konsumieren. Das wäre zum Beispiel Energy Manager, wo da die Daten entgegennehmen und ausarbeiten und ihnen zur Verfügung stellen. Weiterhin können die Daten auch von Kundenapplikationen konsumiert werden. Sprich, der Kunde erstellt selber Applikationen oder hat Zugang zu diesen Daten und tut sie so selber verarbeiten. Das sind die Möglichkeiten im Bereich Operations Manager, die wir dem Kunden als Service zur Verfügung stellen können. Mehr dazu erfahren Sie wie immer unter safety-security.ch.